Viele Möbelhändler sagen, ich hatte keine Ahnung, was mit mir passiert in dem Moment, wo ich mit ihnen Kontakt aufnehme. Und deswegen habe ich mich ein bisschen unsicher gefühlt. Deswegen möchte ich Ihnen unseren Verkaufsprozess von vornherein darlegen. Gute Verkäufer folgen einem Prozess und Sie können auch diesen Prozess erklären. Das erste ist die Kontaktphase. Die Kontaktphase besteht aus zwei Sachen. Das erste ist, Vertrauen aufzubauen und das zweite ist, Interesse zu wecken. Das ist ein Grund, warum ich Ihnen diese Videos schicke. Bei einigen Möbelhändlern dauert diese Phase 1, 2, 3, 4, 5 Jahre und das ist okay so. Die brauchen noch Zeit, vielleicht ist auch noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Deswegen schicke ich die ganzen Newsletter und die Videos raus. Also das erste ist die Kontaktphase, Vertrauensaufbau und das Interesse wecken. Normalerweise klingelt dann das Telefon, wenn das Interesse geweckt ist. Danach müssen wir die Ist-Situation feststellen. Das heißt, was läuft schon gut und was will der entsprechende Unternehmer anders haben? Das tun wir in der Verkaufspotenzialanalyse. Die ist kostenlos und ist ein wichtiger und unabdingbarer Bestandteil unseres Verkaufsprozesses. Als nächstes müssen wir rauskriegen, wo wir hinwollen, die Soll-Situation. Wie viel mehr Umsatz kann das Haus denn machen, wenn es einen neuen Verkaufsprozess einführt? Und wie lange würde das dauern? Wir haben Programme für kleine Möbelhäuser mit 2, 3 Verkäufern plus Inhaber. Und wir machen Programme mit sehr, sehr großen Möbelhäusern, die 200, 300 Millionen Euro Umsatz haben. Und es sind natürlich verschiedene Anforderungen an das Programm. Also, der nächste Schritt ist, die Soll-Situation klarzukriegen und auch klarzukriegen, wie groß ist der Gewinn, wie groß ist das Potenzial durch sowas. Denn nur dann können Sie eine informierte Entscheidung treffen, ich investiere so und so viel Geld, um so und so viel mehr Umsatz durch mehr Abschöpfung zu kriegen. Und dann ist es wichtig, dass man das, was man da einkauft, anfassen und probefahren kann. Wissen Sie, wenn ich ein Auto kaufe, dann drücken die mir immer schnell einen Schlüssel in die Hand und sagen, fahren Sie das Auto doch mal ein Wochenende Probe, weil sie genau wissen, danach habe ich ein sicheres Gefühl mit der Entscheidung. Genau das tut unser Impulstag. Sie können unseren Ansatz gemeinsam mit den Führungskräften einen Tag live Probe fahren. Wir arbeiten mit Ihren Führungskräften so, als ob sie im Training schon wären. Und danach erst treffen Sie eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist gut überlegt und hat normalerweise für 12 Monate Bestand. Das ist unser Verkaufsprozess.